Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Linke beantragt heute, die Weichenstellung für einen allgemeinen Ausbildungsfonds im Land Bremen auf den Weg zu bringen. Ein allgemeiner Ausbildungsfonds, vielleicht bekannter unter dem Begriff der Ausbildungsumlage, schafft eine solidarische Verteilung der Ausbildungskosten auf alle Betriebe. Die Idee dahinter ist relativ leicht. Bisher ist es so, dass einige Betriebe und Unternehmen in Bremen ausbilden und sehr, sehr viele andere Betriebe, nämlich 77,5%, auf eine Ausbildung verzichten. Ihnen schadet das bisher nicht, denn Sie können Fachkräfte von anderen Betrieben abwerben, wenn diese voll ausgebildet wurden. Das heißt, 4/5 der Betriebe beteiligen sich nicht an den Ausbildungskosten, können aber trotzdem auf das ausgebildete Personal zugreifen. Die Effekte sind nicht zu übersehen, denn genau aufgrund dieses Problems gibt es deutlich zu wenig Ausbildungsplätze in Bremen. Auch in diesem Jahr sind wieder mehr als 1000 junge Menschen bei der Suche um einen Ausbildungsplatz leer ausgegangen. Das muss man sich mal vorstellen. 1000 junge Menschen in Bremen, die eine Ausbildung machen wollen, aber keine Chance auf Ausbildung bekommen. Wir finden, diese Situation ist untragbar. Und das ist nur eine offizielle Zahl von der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Bewerberinnen. Nimmt man die Personen hinzu, die als ausbildungsinteressiert gelten, aber nicht offiziell Bewerberinnen sind, dann wird die Zahl der jungen Menschen ohne Ausbildungsplatz noch einmal wesentlich höher. Die Ausbildungskrise in Bremen muss beendet werden. Deshalb wollen wir den allgemeinen Ausbildungsfonds einführen. Damit werden die Ausbildungskosten auf alle Betriebe verteilt. Sie zahlen einen festen Anteil, egal ob Sie selbst ausbilden oder nicht. Die Ausbildungskosten werden also solidarisch umgelegt, weil ja auch später alle auf die ausgebildeten Fachkräfte zugreifen wollen. Für die Betriebe wird es dadurch deutlich attraktiver, selbst auszubilden, denn wenn sie sowieso zahlen müssen, dann können sie sich auch entscheiden, selbst die Ausbildung zu übernehmen, denn so können sie die zukünftigen Fachkräfte schon an ihren Betrieb binden. Und auch kleine Betriebe können so motiviert werden, weil sie je nach Ausgestaltung des Ausbildungsfonds eine entsprechende finanzielle Unterstützung erhalten und es so ihnen leichter wird, eine Ausbildung anzubieten. Wir glauben, durch dieses Instrument lassen sich erheblich mehr Ausbildungsplätze in Bremen schaffen und das ist dringend nötig, meine Damen und Herren. Selbstverständlich müssen einige Fragen bei der Umsetzung geklärt werden, denn die duale Ausbildungslandschaft ist vielfältig aufgestellt. Man muss also branchenspezifisch prüfen, wie hoch sind die Ausbildungskosten und welcher Beitrag muss pro Branche erhoben werden und in einen Fonds gehen. Natürlich muss man auch klären, was mit den Kleinstbetrieben ist. Ist es sinnvoll, diese aus einer Umlagefinanzierung rauszunehmen? Oder ist es gerade besonders sinnvoll, diese reinzunehmen, weil in bestimmten Branchen gerade die Kleinstbetriebe überdurchschnittlich viel ausbilden? Das sind Fragen, die wir finden, in einer Kommission geklärt werden können. Und deswegen möchten wir heute in diesem Antrag nicht sofort die Umsetzung der Ausbildungsumlage oder eines Ausbildungsfonds fordern, sondern zunächst die Bildung einer Kommission, die diese Fragen klärt, damit wir dann in einem nächsten Schritt hier einen Ausbildungsfonds beschließen können. Die Zeit drängt, die Jugendlichen brauchen Perspektiven in Bremen. Wir wollen, dass im Sommer 2020 der Ausbildungsfonds in Bremen greifen kann und deswegen muss jetzt gehandelt werden. Wenn man nicht so tief drinsteckt in der Materie, dann fragt man sich vielleicht, warum braucht es denn jetzt verbindliche Maßnahmen? Kann man nicht einfach zu den Unternehmen gehen und sagen, könnt ihr nicht etwas mehr ausbilden? Das wurde aber viele Jahre probiert, leider erfolglos durch die Bremer Vereinbarung. Keines der Ziele wurde in den letzten Jahren erreicht. Wir hängen seit 2013 bei der gleichen Zahl von
betrieblichen Ausbildungsplätzen fest. Das Einzige, was sich verändert hat, glücklicherweise, sind die Anzahl der schulischen Ausbildungsplätze und die Anzahl der Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst. Bei den betrieblichen Ausbildungsplätzen hat sich einfach überhaupt nichts getan. Da erleben wir einfach nur einen Stillstand. Deswegen sagen wir, wir brauchen jetzt die gesetzgeberische Maßnahme. Wir müssen jetzt hier eingreifen, denn wir sehen, der Markt regelt eben nicht alles. Die Betriebe machen eben nicht freiwillig mehr Ausbildungskapazitäten möglich. Deshalb brauchen wir den Ausbildungsfonds, die Ausbildungsumlage auf Landesebene. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das war ja gerade eine ganz interessante Debatte. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig, warum SPD und Grüne unserem Vorschlag nicht zustimmen. Und eigentlich auch nicht, warum die CDU nicht zustimmt, denn die hat sich gestern doch sehr kritisch gegenüber den Maßnahmen von Rot-Grün geäußert. Darauf möchte ich gleich nochmal eingehen, dass die FDP nicht zustimmt. Na gut, das habe ich mir ehrlich gesagt gedacht. Das hat mich jetzt nicht überrascht. Sie sehen es ja immer als Teufelszeug an, wenn man in irgendeiner Weise regulierend in den Markt eingreifen will. Trotzdem möchte ich mich nochmal kurz auf Frau Bergmann beziehen. Sie haben ja gesagt, wie kann man denn einen Ausbildungsfonds machen, wenn die Unternehmen das eigentlich gar nicht wollen? Wir sollen noch mal mit den Unternehmen reden. Da muss man sich natürlich mal die Situation, wie sie gerade ist, vor Augen halten. Denn natürlich ist es gerade so, dass sich im Moment ein Ausbildungsfonds natürlich nur für einen von 5 Betrieben zunächst oder auf den allerersten Blick lohnen würde, denn nur einer von 5 Betrieben bildet gerade aus. Das heißt natürlich, dass 4 Betriebe sagen, das lohnt sich gerade für uns gar nicht, weil da müssten wir ja was zahlen. Jetzt sagt Herr Röwekamp, ja, das geht ja nicht. Also so eine Zwangsabgabe, das finden wir falsch, und wir finden es auch falsch, wenn man sich von der gesellschaftlichen Pflicht auszubilden freikaufen kann. Wenn ich Sie da ernst nehme, Herr Röwekamp, dann müssten Sie aber eigentlich sagen, na gut, dann brauchen wir eine Ausbildungspflicht, von der man sich eben nicht freikaufen kann, wie man das in einem Ausbildungsfonds könnte, sondern die Betriebe werden einfach dazu verpflichtet, auszubilden, und wer das nicht tut, der bekommt harte Sanktionsmaßnahmen. Wenn Sie einen solchen Weg gehen würden, können wir darüber noch mal reden, aber zu sagen, auf der einen Seite, es ist die Pflicht der Unternehmen auszubilden, aber eine verpflichtende Abgabe wollen wir nicht, finde ich unredlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass man wirklich über Jahrzehnte versucht hat, auf freiwilliger Basis die Unternehmen dazu zu bekommen, dass sie ihre Ausbildungsplätze erhöhen. Frau Böschen hat gerade zu Beginn ihrer Rede, sage ich mal, relativ positive Zahlen verwendet, um die Ausbildungssituation in Bremen darzustellen. Man kann natürlich auch relativ negative Zahlen benutzen, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie ist die Angebots-Nachfrage-Relation eigentlich in Bremen. Da kommen auf 87,5 Ausbildungsplätze 100 jugendliche Bewerberinnen. Das ist die allerschlechteste Quote im Bundesdurchschnitt. Und im Gegensatz zum Trend im Bund, wo sich nämlich diese Angebots-Nachfrage-Relation deutlich erhöht hat und gerade bei 94% liegt, ist sie in den letzten Jahren in Bremen deutlich zurückgegangen. Das heißt, vielleicht können wir sagen, die bremischen Unternehmen bilden eventuell nicht unterdurchschnittlich aus, obwohl ich 22,5% ehrlich gesagt immer noch herzlich wenig finde. Wir können aber sagen, gemessen an der Nachfrage, nämlich wie viele junge Menschen wir hier in Bremen haben, die eine Ausbildung haben wollen, da bildet Bremen natürlich deutlich unterdurchschnittlich aus. Und das hat auch Effekte. So ist die Jugendarbeitslosigkeit in Bremen doppelt so hoch wie im Bund. Wollen wir das einfach weiter so hinnehmen? Wollen wir einfach sagen, Bremen ist ein armes Bundesland, in Bremen gibt es viele Arbeitslose, in Bremen gibt es auch viele Jugendliche, die ohne Arbeit sind. Da kann man halt nichts machen, wenn die Unternehmen nichts tun. Ich finde, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen jetzt endlich handeln, denn die Jugendlichen hier in Bremen haben eine Zukunft verdient, meine Damen und Herren. Ich möchte auch noch mal, Frau Sprünge, bevor Sie weitermachen in Ihrer Rede, möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass solche Kundgebungen auf der Bühne nicht zugelassen sind. Ich bitte Sie, das zu unterlassen, zu applaudieren. Bitte fahren Sie fort. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, dass
Frau Böschen hat es, glaube ich, zumindest angedeutet, dass wenn man jetzt eine landesgesetzliche Regelung in Bremen einführen würde, was würde das für Effekte auf die Unternehmen haben? Ich glaube, die Betriebe, die ja gerade jetzt schon ausbilden, die werden ja da nicht weglaufen, weil die profitieren ja von dem Ausbildungsfonds, weil sie dann zusätzliches Geld bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass wenn so ein Fonds eingeführt wird, jetzt auf einmal alle Betriebe schreiend das Bundesland verlassen. Solche Geschichten hat man auch bei der Einführung des Landesmindestlohns gehört und man hat gesehen, dass das eben nicht der Fall war. Vielmehr haben wir eventuell das Problem, das Frau Müller angesprochen hat, nämlich, dass die Betriebe bereit sind zu zahlen und nicht bereit sind auszubilden. Das wäre ein Problem. Trotzdem müssen wir dieses Instrument mal testen, um zu sehen, was dann passiert. Und wir müssen überlegen, ob wir es so ausgestalten können, dass, wenn nicht genügend betriebliche Ausbildungsplätze geschaffen werden, wir dieses zusätzliche Geld nutzen können für außerbetriebliche Ausbildungsplätze, auch wenn wir uns alle einig sind, dass das immer die schlechtere Maßnahme ist. Zum Schluss kommen, bitte. Genau, ich muss zum Schluss kommen, auch wenn ich gerne noch mehr dazu sagen würde. Ich glaube, gerade weil wir die Situation haben, dass es für die Unternehmen wirtschaftlich nicht unbedingt immer sinnvoll ist, auszubilden, es aber gesamtwirtschaftlich katastrophale Auswirkungen hat, wenn die Ausbildungskosten immer weiter ausgelagert werden, müssen wir hier als Gesetzgeber tätig werden. Ich finde, das haben die Jugendlichen in Bremen verdient und ich bitte Sie wirklich zu handeln. Und noch ein letzter Satz an die Koalition. In dem Wahlprogramm der SPD steht was von Ausbildungsumlage, in dem Wahlprogramm der Grünen steht was von Ausbildungsumlage. Ich bin mal gespannt, wie Sie damit in den Wahlkampf gehen, was Sie den Leuten erzählen und warum Sie hier abgelehnt haben. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Müller, ich würde Ihnen da gerne noch mal darlegen, was Sie gerade kritisiert haben. Wir haben gestern uns als Linksfraktion bei der Innovations- und Fachkräftestrategie von Koalition und CDU, diesen beiden unterschiedlichen Anträgen, enthalten, weil wir fanden, dass ein ganz wesentlicher, ganz zentraler Punkt, nämlich die Frage, wie qualifizieren wir Bremer Jugendliche nachhaltig, nicht beantwortet wurde, weil natürlich in beiden Anträgen, oh Wunder, der Ausbildungsfonds gefehlt hat. Wir halten aber die Qualifizierung von Bremer Jugendlichen als das zentrale Element zur Fachkräftesicherung. Wäre dieser Punkt auch bei dem einen oder anderen Antrag mit enthalten gewesen, dann hätten wir in jedem Fall auch den anderen Maßnahmen zugestimmt. Wir haben auch nicht mit Nein gestimmt, weil wir nicht gesagt haben, dass alle diese Maßnahmen falsch sind, sondern weil wir finden, diese Maßnahmen sind einfach nicht ausreichend genug. Sie werden wahrscheinlich nicht umfassend zur Fachkräftesicherung beitragen. Deswegen haben wir uns enthalten. Ich hoffe, Sie verstehen das. Okay.